Hallöchen, ihr Lieben. Ich möchte ja gern mal wieder was sagen zu der aktuellen Lage. Es ist einfach, es wird immer gruseliger. Ich hätte mir das niemals denken können, dass es wirklich noch weitergehen kann, dass sich das wirklich alle weiterhin gefallen lassen. Es ist wirklich, ich kann meine Worte gar nicht fassen, wie traurig ich bin und wie enttäuscht ich bin. Alle oder viele haben am Anfang noch gequatscht, ja, nee, und das lasse ich gar nicht mit mir machen und auf gar keinen Fall. Und jetzt haben sich alle einlullen lassen, na ja, und ach, ich muss ja meine Familie ernähren, ich brauche meine Arbeit und dies und das und jenes. Also ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht mehr dran, dass sich da noch was ändern wird. Die Frage ist ja auch, und das Schlimme ist eigentlich auch, man sagt ja immer, Mütterliebe, Elternliebe ist das Stärkste, was es gibt. Ja, ganz ehrlich, dann macht's für eure Kinder, wenn ihr selber. Ich verstehe es ganz ehrlich nicht, warum nicht mehr getan wird von Müttern, von Vätern, von Omas, von Opas, die das Wissen haben, dass das hier nicht mit rechten Dingen zugeht, die das auch glauben, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, die es so nicht wollen, die so nicht leben wollen, die sich nicht impfen lassen wollen, die sich nicht unterdrücken lassen wollen und nicht nur zu Hause sitzen wollen. Ich meine, das Leben ist doch nicht da, um zu Hause zu sitzen, um zu essen und in den Fernseher reinzuschauen. Also entschuldigt mal bitte, dafür bin ich doch nicht auf die Welt gekommen, oder? Und dafür habe ich auch garantiert nicht meine Kinder in die Welt gesetzt. Also kämpft doch wenigstens für die Kleinsten. Was haben denn die für ein Leben, mal ganz ehrlich, was soll das sein? Und die Frage ist, wenn sie damit durchkommen, mit diesen ganzen noch schlimmeren Gesetzen, was kommt denn dann? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, nachdem wir alle schön fleißig geimpft sind, vielleicht alle 4 Wochen, alle 6 Wochen, scheißegal, so wie die es wollen, machen wir das dann, dass dann alles besser ist und dass dann wieder alles so ist wie früher? Also das glaubt doch kein Mensch mehr von euch, oder? Da ist doch nur noch das war doch nur der Weg, der Türöffner, der Fuß ist in der Tür, wie sagt man das so schön? Und dann kommen die richtigen schlimmen Dinge, dann darfst du mit deinem Auto nicht mehr von A nach B fahren, dann darfst du vielleicht noch atmen in deiner Bude, arbeiten gehen, Steuern zahlen und der Arsch der Nation sein. Also das kann man doch nicht anders sagen. Mein Gott, bitte, ich bitte euch, schreibt Briefe, schreibt Petitionen, spendet für welche, die was tun, dass sie weiter tun können, bereitet Klagen vor, schließt euch an, macht Sammelklagen oder sonstiges. Also ich mach's doch auch und ich bin noch ein Stückchen weiter weg. Macht bitte was. Ihr müsst nicht rausgehen vor die Tür, wenn es so schön warm gerade drin ist und der Fernseher so hübsch läuft, aber schreibt nebenbei E-Mails, teilt euren Status, teilt den Leuten mit, dass ihr das nicht glaubt oder da diese Faxen eben nicht mitmachen wollt. Bitte, bitte, bitte. Ich kann mir echt sonst vorstellen, dass es echt scheiße wird für uns alle. Also tut's für die Kinder.